Seit dem 1. Juli gilt auf dem Schweizer Arbeitsmarkt das, was gewisse Politiker als Inländervorrang verstehen. Schauen Sie dazu meinen Kommentar. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können sich erinnern, am 9. Februar 2014 hat die Mehrheit von Volk und Ständen der Masseneinwanderungsinitiative der SVP zugestimmt. Das hat geheissen, die Schweizerinnen und die Schweizer wollen die Zuwanderung wieder eigenständig steuern, und zwar mit jährlichen Kontingenten, Höchstzahlen und einem Inländervorrang. Doch statt den neuen Verfassungsartikel umzusetzen, hat sich das Parlament geweigert, auch nur einen Punkt davon auszuführen. Die sogenannten Volksvertreter haben behauptet, nicht der neue Volksentscheid gültig, sondern das frühere internationale Recht von der Personenfreizügigkeit gehe vor. Seit dem 1. Juli gilt das, was Politiker in Bern beschlossen haben und was sie absurderweise als Inländervorrang-Leid bezeichnen. In Wirklichkeit handelt es sich um einen arbeitslosen Vorrang-Leid, hat aber mit Inländern gar rein nichts zu tun. Alle paar hundert Millionen erwerbstätigen EU-Bürger dürfen sich in einer Schweizer Arbeitsvermittlungsstelle melden und einen Job suchen. Ist die Arbeitslosigkeit in einem Beruf höher als 8%, muss jede freie Stelle am RAF gemeldet werden. Und das RAF kann dann vorschlagen, wer in Frage für einen Job kommt. Wehe, wer eine offene Stelle nicht meldet. Wenn es nur ein Versehen ist, zahlen sie bis zu 20'000 Franken. Wenn es Vorsatz ist, bis 40'000 Franken Buss. Für ein KMU eine unglaublich hohe Buss. In der Verwaltung und in den Betrieb muss man wegen dem Mist einen Haufen neue Leute einstellen. Jetzt jammern plötzlich alles über das Bürokratiemonster. Und was der absolute Gipfel ist, gewisse Medien suggerieren, die Schuld an diesem Bürokratiemonster sei die SVP mit ihrer Masseneinwanderungsinitiative. Besonders perfid war eine Mitteilung, die ich persönlich im Radio Zürichsee gehört habe. Dabei hat die SVP mit deren Umsetzung rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil war es die SVP, die im Parlament vor dem Bürokratiemonster gewarnt hat. Der Philipp Müller, der sich hier wieder Pinocchio an die Nase nimmt, hat in der Aargauer Zeitung wörtlich behauptet, das Bürokratiemonster haben wir der SVP zu verdanken. Nun, es ist unglaublich, wie gewisse Politiker lügen, ohne rot zu werden. Die Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative mitsamt dem Bürokratiemonster für die Wirtschaft haben wir am Philipp Müller und am Kurt Fluri zu verdanken. Und einer Koalition von Verfassungsbrechern, die genau die Idee von Philipp Müller umgesetzt haben. Das zum Thema rechts blinken und links abbiegen. Wir kommen jetzt zum Video von der Woche. Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie nächste Woche feststellen, dass es im Kanzleramt hereinregnet, werden Sie wahrscheinlich keinen Dachdecker rufen, sondern eine europäische Lösung anstreben. Meine Damen und Herren, dass überhaupt darüber diskutiert wird, ob Migranten mit Einreiseverbot einreisen dürfen, zeugt davon, dass mit Verlaub irgendwo in dieser Regierung ein Dachschaden vorliegt. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.